Kurzversion. Es geht von München in die Toskana in den erhofften Frühling. 3 Tage und 700 Kilometer. Viel Spaß beim Zuschauen. Oh. Ja. Heute der 30.03.23, genau. Und ich fahre natürlich mal wieder gen Süden. Diese Strecke hier und auch die folgenden, ja, die folgenden paar hundert Kilometer kennt ihr alle schon von meinen Videos. Es geht von München zum Sylvensteinspeicher und dann nicht wie beim letzten Video nach rechts, sondern nach links, sprich zum Aachensee. Vom Aachensee dann die Standardstrecke, die man halt so über den Brenner fährt. Dann geht es runter nach Sterzing, Bozen, dann Richtung Gardasee, vom Gardasee nach Mantua und dann durch die gesamte Po-Ebene durch. Zwischen Parma und Bologna durch, rein in die Berge, kurz vor Florenz sozusagen, geht es dann schräg nach Südwesten Richtung Livorno. Ein bisschen anders als vor einem Jahr, als ich nach Livorno geradelt bin. Ja, und ich hoffe auf tolles Wetter. Side Fact, benutze jetzt das erste Mal diesen angeblich Kälte unempfindlicheren GoPro-Akku. Oh Gott, das ist immer dieser Berg hier. Vor allem während man redet. Und noch schlimmer ist es nur, wenn man in der Zeit, wenn man diesen Berg hochfährt, noch eine Leberkassemmel im Mund hat. Ich habe mich vorher gewogen mit meiner gesamten Kleidung. Also tutto completo wiege ich 100 Kilo. Das Fahrrad inklusive 2,075, also 1,5 Liter Wasser, also 17,5 Kilo. Das hätte ich gesagt, passt. Falls ihr Fragen haben solltet zum Radl, zur Tour an sich, zu meiner Ausrüstung, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein. Da habe ich, versuche ich immer alles aufzulisten, was möglich ist. Da findet ihr auch die Möglichkeiten, wie ihr mich und meinen Kanal unterstützen könnt. Dafür danke ich euch natürlich immer sehr. Und ja, zum Beispiel eben dieser besagte GoPro-Akku für kältere Temperaturen, der wurde mir von euch gesponsert. Mega cool, wenn man auch so Kleinvieh in Anführungsstrichen macht ja auch Mist, wenn man das so ein bisschen von euch unterstützt bekommt. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen seltsam. Ah, es ist gerade so geil. Man muss sich einfach nur damit abfinden, dass es regnet. Und dann macht jeder LKW Spaß, der an einem vorbeizieht und einen vollhaut mit Gischt. Ja, also richtig angenehm ist was anderes. Und ich habe schon bessere Starts in den Tag erlebt. Es regnet seit München. Ich bin jetzt nach Bad Tölz, zwischen Bad Tölz und Lenggries. Kilometer 50 oder so. Der Regen ist halt jetzt doch kalt. Ja, dem Schicksal fügen und es trotzdem genießen. Ich werde jetzt erst einmal in Lenggries eine Butterbrezen klar machen. Ach ja. Wieso eigentlich in die Toskana? Frühling halt und keine Lust auf so einen Sauwetter. Und
Das Tolle ist, dass ich mit zwei Spezeln mich dort treffe und da auf einem schönen Olivenhain ein bisschen Gartenarbeit betreiben werde. Das ist so zwischen Piombino und Livorno. Und da werden wir ein bisschen ackern, garteln, Bäume zurechtschneiden, Wege freischneiden, etc. Und die zwei Spätzeln, die fahren mit dem Auto auch heute los. Und ich hoffe, morgen oder dann spätestens übermorgen, dass ich dann da bin und dann es mit dem Garteln losgehen kann. Silbensteinspeicher, Kilometer 72, 3 Stunden 34 bin ich unterwegs. Keine Ahnung, wie viel Uhr es jetzt aber ist, weiß ich nicht. Ja, gibt nicht viel zu erzählen, es ist arschkalt. Ich habe ich vorher festgestellt, vergessen, einen Pulli mitzunehmen, den ich eigentlich mitnehmen wollte. Somit ist mir grundsätzlich ein bisschen kühl. Es wird wohl noch schneien auf der Route. Ja, ich habe jetzt ziemlich viel an, also eigentlich so das meiste, was ich dabei habe. Ich habe jetzt über meine Regenjacke noch das Jackerl gezogen, noch so einfach als zusätzliches Zwiebelschichterl, und es hat jetzt ganz gut geholfen. Keine Ahnung, wie viel Grad es hat. Der Aachensee ist ganz nah. Und gefühlt wird es ein bisschen wärmer. Meine durchwachten Füße, die werden noch eine Zeit lang kalt bleiben. Aber ich versuche sie ein bisschen aufzuwärmen durch so Schleuderbewegungen. Immer mal wieder, vor allem wenn es bergab geht. Das hilft immer gut, auch mit den Händen im Übrigen. Oh. Great. Ich hab die Banane. Ich sag gar nichts, der Beste ist. Widrige Umstände, aber, und ich glaube, das habe ich auch mal in dem Video thematisiert, wo ich über die Langstrecke mich ausgelassen habe. Scheiße, wo muss ich hier hin? Falsch. Ich bin tatsächlich falsch. Jetzt muss ich hier wieder umdrehen. Was natürlich einen schon ein bisschen resilient macht, sag ich jetzt mal, das Wort kennt ja mittlerweile jeder, gegenüber solchen widrigen Umständen wie da Regen seit 4 Stunden und so weiter und so fort, ist natürlich, wenn man in seinem Kopf kramen kann, nach ähnlichen Erfahrungen und dabei womöglich auch Erfolgserlebnisse hatte, positive Erfahrungen hat, dass man das schon mal geschafft hat, kann ich quasi so ein bisschen sagen zu mir, ja, hey, es ist jetzt zwar scheiße und kalt, du frierst und du bist ein armes Bubilein, aber es hilft dir nichts, machst weiter, so wie damals, und ja, dann macht man halt weiter. Ihr seht mich hier sichtlich erfreut, denn dort oben mein liebster Freund bzw. meine zweitliebste Freundin, die Sonne. Ein kleiner Rat von mir, wenn es mal so weit ist, dass in irgendeiner Form es gerade nicht regnet, schaut, dass ihr so schnell wie möglich eure Bekleidungsschichten öffnet, dass sie durchlüften können. Es schaut aus wie Wirtsau. Ich verlasse gerade das Inntal. Ich habe gerade Schokolade gegessen, vielleicht habe ich schwarze Zähne. Und es geht jetzt
einen Brenner drauf. Noch bei gutem Wetter. Da vorne schaut schon wieder ein bisschen anders aus. Schauen wir mal. Voll Teufel. Irgendwas, da stinkt doch was. Ich bin gerade kurz lang, aber ich muss mir gleich wieder was anziehen, ist doch zu kalt. Die Sonne ist tatsächlich rausgekommen. Sonnenschein und heftigen Gegenwind, den man nicht sieht. Es geht jetzt da so seit Innsbruck und ich bin gerade im Windschatten im Übrigen von diesem wunderbaren Gebäude. Trotz dem heftigen Gegenwind bin ich jetzt dann doch am Renner oben. Da ist das Ding. Italien. Wunderschön. Oben. Ich bin oben. Wir geschafft. Aber jetzt muss ich Gas geben. Ich bin jetzt in Brixen um 5:30. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Dieser Gegenwind, das ist, ja, ich bin nur am Kämpfen. Brixen ist auch sehr schön, aber bisher auch noch nie wirklich da gewesen, außer halt transitmäßig. Ja, ich habe tatsächlich jetzt schon mal kurz bei Booking.com reingeschaut. Servus Hans, du alte Dampflok. War cool mit dir, die 30 Kilometer geradelt zu sein. Danke dir für den Windschatten und wir sehen uns bestimmt bald wieder auf dem Radweg. Servus, bis dahin. Der Hans, du hast es nicht nehmen lassen, mir seinen Windschatten anzubieten.
die Magnolie, die Gärten davor. So ungefähr stelle ich es mir vor. Ja, sieht halt hier schon sehr lange aus. Schön. Einfach toll. Mein Gott. Gerade habe ich zum Hans gesagt, der Hans kommt ja aus Klausen, ist ein Einheimischer, also habe ich zum Hans gesagt, wenn ich das nötige Kleingeld hätte, sofort darf ich mir ein kleines Grundstück holen. Irgendwo bei Bozen, südlich von Bozen. Oder auch Meran, natürlich. Ja, das wäre mein Traum. Falls du ein Grundstück abzugeben hast, südlich von Bozen oder zwischen Meran und Bozen oder auch nördlich von Bozen, scheißegal. Nehme ich. Bozen. 268 Kilometer bisher. Das ist ein Feigenbaum hier übrigens, Kinder, Feigenbaum mit Blättern. Da sind nicht nur Blattknospen ausgebildet, nein, es ist schon komplett das Blatt draußen. Das ist doch nicht. Dieses sieht schon aus. Tja. Morgen aus Bozen. Ich nehme gerade ein Frühstück zu mir. Es ist 20 vor 9 und hau dann auch sofort ab. Ja, ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Das Hotel war jetzt nicht der Wahnsinn, zur Straße hin und so, aber das hat schon gepasst. Besser als in der Bank. Dusche war warm, meine ganzen Klamotten sind trocken, das passt alles. Riechen tun sie trotzdem noch. Ich fahre jetzt halt schnurstracks Richtung Gardasee und ich hoffe, dass mich die Ora nicht erwischt. Wenn es jetzt nicht 170 Kilometer Gegenwind sind, dann ist das ja auch okay. Ich frühstücke jetzt schnell und dann, Und jetzt sollte ich eigentlich mal wieder meinen Bubble-Sprachkurs starten. Ich habe 2 Monate Bubble-Sprachkurs relativ intensiv gemacht und dann aufgehört, als ich Corona hatte, weil ich da nicht auf den Bildschirm schauen konnte. Und es ist jetzt vor 6 Wochen gewesen, habe ich das letzte Mal meinen Sprachkurs gemacht und das ist jetzt natürlich irgendwie blöd, weil jetzt bin ich ja dann in Italien. Jetzt wäre es doch eigentlich schön, wenn ich meinen Amici sagen könnte, dass ich gerne einen Cappuccino möchte. Das schaffe ich auch so. Aber ja, woher ich komme und solche Sachen. Naja. Das ist so düsig. Ich höre mir gerade, heute gibt es ein Reh-Ragu von den Kuba-Bayerischen an. So ein geiles Lied. Heute gibt's ein Reh-Ragu auf Nacht. Da ist er. Der Wind. Man sieht ein wenig. So, jetzt bin ich im Trentino.
nicht mehr in Südtirol. Ciao. Erste Lemon Soda. Ist immer das Beste. Ich gibt's ein kleines Frühstück. Ich bin in Trento. Bin jetzt ganz gut vorangekommen. Der Gegenwind hat dann ein bisschen abgeflaut. Ich bin da sehr froh drüber. Und wenn ich weiter in Richtung Süden schaue, da schaut der Himmel gar nicht so dunkel aus. Also ich bin jetzt guter Dinge. Cappuccino trinke ich jetzt hier noch, ein Brioche. Und habe mir noch etwas Proviant eingekauft. Und ja, ein schöner Tag heute. Danke übrigens für eure Kaffeespenden. Hier seht ihr einen Teil davon. Da seht ihr einen Teil davon. Und ja, vielen Dank. Deshalb bin ich da. Gerade hier, dieser Part von diesem Radweg, Giorno, ist so unfassbar schön. Schaut euch das mal an. Die Olivenbäume, die Feigen, Kiwi-Pflanzen, die schon ausgetrieben haben. Mein Gott. Und jetzt hat kommt gleich noch so ein unfassbar schönes Platzl. Ich fahr jetzt gleich links rein. Schaut euch das an. Das ist doch. Hier ist man doch daheim, oder? Geil. Oder im Urlaub. Schaut euch das an. Mein Gott. Ups, alles okay. Ja. Kleiner Tipp. Man sollte sich immer an den kleinen Dingen auch erfreuen. Nicht immer nur an den tollen Gipfeln und sonst irgendwas, sondern auch an kleinen Dingen. Dann lässt sich so eine Tour wunderbar. Wird immer italienischer. Also mein Plan, jetzt noch die 130 Kilometer pushen und somit am Fuße des Apennins übernachten und dann am nächsten Tag den puren Genuss haben, morgens starten, in die hoffentlich Sonne reinfahren und diese Berge genießen. Pesquera Delgada, das haben wir. Schnurstracks. Aber ich brauche unbedingt noch irgendwie
ein warmes Piadine oder so. Jetzt richtig was essen, also mich hinsetzen und was essen, das funktioniert nicht. Dafür habe ich zu wenig Zeit. Schlage ich jetzt zu. Abendessenzeit. Nachspeise. Jetzt ein bisschen Zeit genommen, um hier auf diesem wunderbaren Stromverteilerkasten auf einer Verkehrskreuzung in Mantua was zu essen. Die Zeit habe ich mir jetzt genommen, ist auch gut so. Wo ich mir nicht die Zeit nehmen kann, ist eure Kommentare zu beantworten oder eure Nachrichten auch zu beantworten. Da fehlt mir einfach auf dem Radl natürlich die Zeit und ich kann nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen. Da bitte ich um euer Verständnis, aber da bin ich mir sicher, dass ihr das habt. Ihr seid ja auch alle Radler und wisst, dass das nicht so einfach ist. Was rattert da so? Riesiges Süßgebäck. Schon in so einem flowigen Zustand irgendwie. Das Essen war jetzt gut, was Salziges. Nicht immer nur so Süßkram. Keine Gummibärli, sondern was mit Substanz und auch ein bisschen Fett. Das Wetter. Wir haben eine ganz gute Straße, auch wenn ein bisschen viel los ist. Also, leichter Flow bei Kilometer 462 und heute 200 fast. Das sind so typische Anwesen hier. Bauernhöfe halt oder so. Gerade mega im Flow. Mangiare, schön dunkel ist es, einfach wunderbar. Wenig Verkehr. Ja, da ist er noch, der Flow. Immer lang und ich bin in Modena, noch 10 Kilometer. Und das bedeutet, da wird mein Hotel sein. Sono a Modena. Ja, guck mal, lass ich. Ganz nett hier. Wow.
Morgen. Bin jetzt gerade aus Modena rausgeradelt, gestartet um 7.50 Uhr. Und ja, 200 Kilometer habe ich jetzt vor mir. 2500 Höhenmeter. Und das Wetter könnte hier gerade nicht schöner sein. Ich habe bereits die Anfrage erhalten, wann nicht in Meine anzukommen, wegen Essen gehen. Ob ich denn Lust hätte, essen zu gehen. Ja, die Lust, die habe ich auf jeden Fall. Jetzt aber erst einmal schaut euch das an. Ja, Apennin mit noch noch Schnee auf dem Berg. Die Sonne ist draußen, es ist noch ganz schön zapfig, so 8 Grad oder so, wenn überhaupt. Ja, und ich nähere mich meinem Etappen-Zwischenziel, nämlich den Bergen. Ich würde mir wünschen, dass ich ein einziges Mal Rückenwind habe auf dieser Tour. So, scheiße, vergessen. Ja, aber das, da werde ich jetzt mal rüber nach Pistoia huschen. Ich habe jetzt mal geschaut, es sind zwei größere Anstiege heute. Ich bin gerade auf dem einen. Soll bis auf 900 Meter hochgehen. Ja. Voll schön. Mein Ohrschall brennt ein bisschen. Aber ich glaube, das ist normal. Also ich weiß, dass es normal ist. Vielleicht gibt es da oben Kaffeescherl. Dann entledige ich mich so manch unnötigem Textil. Gar nicht so schlimm, oder? Ja, ich glaube auch. Aber ich fahre jetzt schon wieder weiter.
Und schon bin ich wieder angezogen. Arschkalt hier. Und diese Wolken verhindern dann natürlich auch noch den einzigen Sonnenschein. Naja, aber kurz unten rum bleibe ich jetzt erst einmal. Und entweder bin ich schon in der Toskana, was ich aber nicht glaube, oder jetzt müsste dann demnächst die Grenze sein. Von der Emilia Romana bis zur Toskana rüber. So, ich glaube, ab jetzt geht's bergab. Gen Pistoia. Buongiorno aus der Toskana, finalmente auf der anderen Seite der Berge. Ich lasse mir gerade richtig gut gehen. Ich habe schon etwas Blicke auf mich gezogen. Ein Sandwich, zwei Sandwich, eine Limonade, zweite Limonade bzw. Limonsoda, Cappuccino, Espresso Doppio und noch eine Pizza dazu. Die haben mir schon mehrere Gläser mit rausgebracht und haben dann entdeckt, dass es eigentlich ja nur ich bin. Aber hilft ja nichts. Ich habe heute noch nichts gegessen, außer einem Riegel und was war noch, keine Ahnung. Eigentlich nichts mehr. Die restlichen Gummibärli, die ich in Österreich gekauft hatte. Da war ich diesmal ein bisschen sparsam. Genau. Ich habe jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Kilometer. Der Gegenwind ist immer noch durchaus heftig. Er ist jetzt nicht wirklich mega krass, aber er zehrt ein bisschen an den Nerven. Sagen wir es jetzt einfach mal so. Was ja absolut gar nicht an den Nerven zehrt, das seid ihr. Mit eurer Unterstützung, mit eurem Kommentare schreiben, liken, mit eurem mir folgen, eure Zeit quasi auch damit verbringen, zu schauen, wo ist er denn gerade und so weiter und so fort. Das ist wirklich was Schönes. Ich glaube, so fühlen sich halt auch Sportler, die irgendwie einen Marathon laufen und rechts und links stehen Leute, die applaudieren. Das tut was mit einem. Da wollte ich mich bedanken dafür. Genauso tut es natürlich auch was mit einem, wenn man sieht, dass Leute mir einen Kaffee spendieren oder eben 1, 2, 3, was auch immer, Getränke und Essen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung bei Buy Me a Coffee. Ihr seid richtig, richtig geil. Ich habe mir heute schon in den Bergen gesagt, ab jetzt muss Gegenwind geil sein. Man muss sich das nur einreden, dann ist das so das Geilste auf der Welt. Ist ja auch wirklich geil, Gegenwind. Komm, der Hammer.
Jo, eigentlich hätte ich jetzt noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, eher eine halbe Stunde Fahrt. Aber auf die halbe Stunde ist auch geschissen bei so und so vielen Stunden, die ich jetzt schon geradelt bin. Ich bin jetzt halt bei Piccioli und dort treffe ich mich jetzt mit meinen zwei Spitzeln, die gerade von dem Tagesausflug nach Pisa zurückkommen. Trifft sich also sehr gut, wir können gemeinsam einkaufen gehen. Und ja, das war meine Tour in die Toskana. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die ganzen Stories, dass sie euch nicht überschwemmt haben, waren ja durchaus einige. Und ja, ich freue mich jetzt auf ein paar richtig geile Tage hier in der Toskana. Ein bisschen beim Bäume schneiden, Garteln, Wege freischaufeln, alles Mögliche, was man halt so tun muss. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und danke nochmal, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen und hören uns. Und ich werde mit Sicherheit noch das eine oder andere Storyline machen von dem, was wir jetzt dann so die nächsten Tage tun. Die Folgetage, insgesamt 5 an der Zahl, waren dann quasi eine Melange aus feinem und auch einfachem Essen, aus Restaurantbesuchen, aber auch selber gemachten Risotto und irgendwie mittags geile Tomatensalate und so weiter und so fort. Ja, Altmännerabenden mit Bud Spencer, Terence Hill und Wein. Dazu noch andere Kulturgeschichten wie in Lucca und Siena, wie Besuche von botanischen Gärten und Co. Und dann natürlich auch der angekündigten Gartenarbeit, sprich die Pflege von dem Olivenhain. Da wurde einiges geschnitten, ein paar Bäume mussten rausgeschnitten werden und so weiter und so fort. Und das Ganze bei dann doch recht kühlem und windigen, aber durchaus sehr sonnigen Frühlingswetter mit meinen zwei alten Schulfreunden. Und das war natürlich richtig cool und somit war das ein ganz ein toller Urlaub. Wie immer ist genau jetzt der Moment gekommen, um Danke zu sagen. Vielen Dank, Anonym, Achim, Alexander, Alpenkrosser, Andreas, Bene, Caro und Chiara, Claudia und Claudia, Dirk, Düse, Eriksson, Frank, Holger und Haustier, Jan, Joe, Julian, Karl Eberhard, Klaus, Line, Lukas, Manfred, Manni, Manfredo, Marek, Mats, Melanie, Michi, Mike, Norbert, Peter und Philipp, Rob V, Shani, Sebastian, Simon, Sova, Spargeldolf, Ste, Tamas, Tobi Tours, Tom und Volker. Vielen Dank, dass ihr diesen Kanal unterstützt und ihn auch weiterhin ermöglicht.